entweder hält sie zu viel oder zu wenig von sich. Wenn man sich so herablässt, dann bleibt man da unten. Ach, Scheiße. Ja. Komm. Gib hier. August Strindberg aus dem Vorwort zu Fräulein Julie. Was die Dekorationen anbetrifft, so habe ich von der impressionistischen Malerei das Unsymmetrische und Abgeschnittene entlehnt und glaube dadurch die Illusion zu erhöhen. Denn dadurch, dass man nicht die ganze Szene oder das ganze Möbelment sieht, ist es einem möglich gemacht, den Raum zu ahnen. Die Fantasie wird erregt und ersetzt das Fehlende. Also die Faszination Theater ist eine große letztendlich und hat bei mir schon ganz früh angefangen. Ich bin, glaube ich, zu meiner Mutter nach der Vorstellung gegangen und habe gefragt, wie das heißt, wenn man die Bühne macht. Und da hat sie gesagt, Bühnenbildner. Und seitdem, wenn ich gefragt wurde, was ich werden will, habe ich immer Bühnenbildner gesagt. Was Theater ausmacht, ist, dass das so kostbar ist, wenn man 2 Stunden diese Verabredung eingeht, in einem Zuschauerraum zu sitzen und zuzuschauen, einer realen Person, die schwitzt, weint, lacht, das ist unbezahlbar. Also das Erste ist natürlich erstmal den Text lesen tatsächlich und das Stück lesen, auch die Regieanweisung und auch die Beschreibung, die Strindberg macht zu dem Raum, die ja sehr konkret und ganz genau sind, weil eigentlich geht es ja darum, die Systematik zu verstehen. Was will der Autor? Warum ist die Tür links und nicht rechts und warum ist die 2 Stufen höher oder was ist eigentlich hinter dem Fenster und so weiter? In einem Gespräch mit dem Regisseur findet man dann Punkte, die einen total interessieren oder die vielleicht von dem Autor wie hier bei Strindberg eher in einem hinteren Raum oder in einem nicht sichtbaren Raum stattfinden, die man aber extrem spannend findet. Es kann in einem Museum ein Bild sein, was wie ein Schlüssel funktioniert zu dem Stück oder eine Filmsequenz oder es kann auch eine Beobachtung sein, dass man in der Straßenbahn sitzt und an einer Hausmauer vorbeifährt, wo man dann was entdeckt, was man als Inspiration nimmt für den Raum. Ja. Also auch in den Gesprächen mit Mattea für Julie zum Beispiel, wir haben in Baden-Baden zu dem Zeitpunkt gearbeitet, wo sie in einem Altbau gewohnt hat, in einer Theaterwohnung, wo es ein Bad gab, was auch so nachträglich eingebaut war und verschiedene Versatzstücke aus verschiedenen Zeiten beinhaltete. Und dann haben wir da mal so, also ohne das zu wissen, dass es letztendlich wir das wirklich dann in einem Badezimmer spielen, aber da haben wir überlegt, wo, welche Situation, wie kann man die übersetzen, dass das logisch ist, wenn man das alles versucht in einem Raum spielen zu lassen und nicht der Raum, der von Strindberg geschrieben steht, sondern eigentlich dieser hintere Raum, wo er Dinge versteckt, was wir ja bei uns ausstellen. Das, was man nicht sieht im Theater, ist das Spannendste. Hier in unserem Konzept wird eigentlich dieser hintere Raum, der von Strindberg gar nicht genau beschrieben ist, das ist eigentlich der Punkt, durch den wir das ganze Stück sehen. Durch die Geräuschkulisse, die wir bauen und durch das Radio, was da steht und an- und ausgeschaltet wird zu gewissen Momenten, ist das wie ein akustischer Raum dahinter und das ist eigentlich das Bühnenbild, mehr oder weniger. Ein großer Teil des Bühnenbildes, was nicht gebaut ist oder was teilweise gebaut ist, was aber eigentlich nur im Kopf des Zuschauers entsteht. Das Akademietheater ist ein sehr intimer Theaterraum, hat zwar eine gute Größe letztendlich, ist keine Kammerbühne oder so, aber letztendlich durch diese Intimität, die es hier gibt, hat man das Gefühl, dass man, egal wo man sitzt, immer nah dran ist. Und das war ein ganz entscheidender Punkt, wie wir zu diesem Format auf der Bühne gekommen sind, was wir jetzt haben, wo wir das eigentlich wie nochmal verkleinert und fokussiert haben und da auch eine Glasscheibe dazwischen gesetzt haben, die den Raum abschließt zu allen 4 Seiten und dass die Schauspieler nicht nach vorne spielen zum Publikum, sondern eher für sich sind und das miteinander verhandeln und der Zuschauer dem nur wie ein Voyeur zuschaut. In dem vorliegenden Drama habe ich nicht versucht, etwas Neues zu bringen, denn das kann man nicht, sondern nur die Form gemäß den Forderungen zu modernisieren, welche nach meiner Meinung die neuen Menschen unserer Zeit an diese Kunst stellen sollten.
Und zu diesem Zwecke habe ich gewählt oder mich ergreifen lassen von einem Motiv, von welchem man sagen kann, es liegt außerhalb der Parteikämpfe des Tages. Also mit Mattea ist das für mich eine der herausforderndsten Zusammenarbeiten und gleichzeitig aber auch eine der spannendsten, weil sie auch so mutig ist, Dinge auszuprobieren bzw. sich auf sehr extreme Bühnenlösungen teilweise oder Raumlösungen einlässt. Das ist auch das Tolle in der Arbeit mit Mattea, dass es immer wie ein Zusammendenken ist und die Konzepte mit Mattea immer sehr stark auch die Bühnenlösung letztendlich vorgeben, beziehungsweise der Raum das Konzept vorgibt. Es gab einen Film, der Wenn die Gondeln Trauer tragen, wo es eine kurze Szene nur in einem Badezimmer in Venedig gibt, welche ausschlaggebend war für mich, was die Farbigkeit und Oberflächen oder fast die Atmosphäre mehr anbelangt. Ich habe dann mit Mattea darüber gesprochen, in welcher Zeit wir das ungefähr verorten. Und für sie war wichtig, dass das noch vor dem Zweiten Weltkrieg passiert, weil die Hierarchie, die Strindberg beschreibt, die gab es für uns bis Anfang der 40er Jahre. Und daher sind wir in den 30ern, frühen 40er Jahren von der Ästhetik des Raumes. Also natürlich ist das Teil einer Theaterrevolution, die Strindberg da beschreibt. Und es gibt zwei Absätze in diesem Vorwort, die ich extrem interessant fand. Das war einmal das, was er beschreibt, dass er nicht immer das Gesicht der Schauspieler sehen möchte, sondern auch gerne einen Rücken sieht und nicht das komplett ausgeleuchtete Gesicht, sondern dass man auch ein verschattetes Gesicht haben kann und das vielleicht sogar noch mehr erzählt in dem Sinne, als dass wenn immer alles nach vorne zum Publikum gespielt wird. Und das ist eh ein grundlegendes Thema, was zu einem ganz entscheidenden Bestandteil der Konzeption wurde. Ich glaube nicht, dass ich eine ganze Szene hindurch den ganzen Rücken eines Schauspielers werde zu sehen bekommen. Aber ich wünsche von ganzem Herzen, dass die Hauptszenen nicht gleich Duetten vorn am Souffleurkasten gespielt werden mögen, in der Absicht Beifall zu ernten, sondern ich will sie auf einen Platz haben, der zu der Situation passt. Also keine Revolution, sondern nur kleine Modifikationen. Das Visuelle, was wir am Schluss als Gesamteindruck sehen, ist immer eine genaue Abstimmung und auch eine gemeinsame Entwicklung zwischen Kostümbildnerinnen, mir und Mattea. Und wir sitzen dann mit Farbmustern da, Stoffmustern und halten das in dem richtigen Licht, was wir haben werden, zusammen und entwickeln wie eine eigene Farbskala oder eine Farbwelt, in der sich das aufhält. Und das beschäftigt uns schon sehr. Immer. Das ist dann auch letztendlich ein bisschen vorbelastet der Begriff, aber ein Gesamtkunstwerk letztendlich, und das streben wir schon an.